Yeah! So, Freaks, hier bei Lück. Bei Lück gibt's die besten Crepes auf der ganzen Demo-Park. Yeah, da ist er. Ich kenne ihn sogar. Wir sind das erste Jahr jetzt hier. Und bevor wir hier gestartet haben, habe ich mich so ein bisschen informiert, weil jemand fragte, ey, möchtest du dabei sein? Und da habe ich genau sein Video gesehen, da wurde mir direkt empfohlen. Also hat der Algorithmus schon mal sehr, sehr gut getroffen. Super. Und ja, vielen Dank. Ja, cool. Und wie läuft das Geschäft? Doch, gestern war gut. Gestern war sehr, sehr warm. Ja, brutal. Am Ende kannst du immer erst so ein Fazit ziehen, ja, wie es wirklich war, so der Durchschnitt. Aber ich schätze mal, heute Mittag oder Nachmittag wird es auch nochmal richtig voll hier. Es ist eine richtig geile Messe. Ich persönlich habe nichts zu tun mit Landwirtschaft, aber ich finde es trotzdem mega geil. Wirklich. Cool, danke. So, lieber Ralfix, ich wurde jetzt hier gerade vom Vertriebsleiter von SABO hier über den Stand geführt. Wir sind also hier bei SABO und SABO hat doch tatsächlich auch den Ego-Motor mit den Akkus für ihre Profiline eingeführt. Ego hat wohl jetzt auch bei vielen Herstellern hier diesen Motor jetzt im Einsatz. Die sind anscheinend wirklich erfolgreich mit ihrer Akku-Line. Und hier haben sie jetzt ein Profi-Gerät damit ausgestattet. Der ist also an vielen Stellen verstärkt, ist ein 47er. Ja, recht cool. Also, aber eben auch, man merkt halt das Gewicht der Akku. Wenn man ihn vorne hochnimmt oder hinten hochnimmt, merkt man, dass Akku, Elektromotortechnik wirklich relativ schwer ist. Tja, das ist dann so ein bisschen das Problem. Da merkt man schon, also da muss ich schon drücken. Okay. Das ist ungewöhnlich. Das ist kein Saturn mehr. Oh! Oh! Boah! Boah, ist der wendig. Boah! Oh! Schon ist. Sehr direkt. Sehr direkt. Sehr direkt. Okay. Naja. Also, dann lieber Panzerlenkung. We'll be right back.
kann ich auch loslassen? Ja, kann ich auch. Cool. Läuft gut. Das ist ja interessant, also dass er jetzt der ganze Vortrieb jetzt erfolgt über das Reinstechen. Das sind 4 Werkzeuge. Ja. Wir haben davon noch den breiteren stehen mit 8 Werkzeugen. Ja. Ja. Den, aber das, den kriegen sie fast noch gehalten, wenn sie bergab Grundstück haben und mit dem breiteren, ja. Also der zieht. Was macht der? Wie viel Löcher pro Quadratmeter macht der? Es kommt natürlich auf die Fahrgeschwindigkeit an. 123, okay. Also man sollte halt wirklich mal schauen, dass man gleichen Seitenabstand hat. Ja. 550 nehme ich gleich mit. Jetzt sind wir bei 3,9. 3,9? 3,9, okay. Kostet meistens 2,50. 4.250 jetzt inklusive Mehrwertsteuer? Oder? Da kommt noch die Mehrwertsteuer drauf, ne? Okay. Ohne Mehrwertsteuer, genau. Alles klar. Na ja, gut. Okay, cool. So, liebe Radelfreaks, das war's jetzt mit dem Rundgang über die Demopark 2023. Ich denke, wir haben ein paar coole Sachen hier von der Demopark gezeigt. Wenn ihr das gut findet, gebt mir gerne einen Daumen. Und wenn ihr weitere Videos von mir schauen wollt und nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Radelfreak. Ja. Fand das ziemlich cool heute. Yeah.